Es gibt ein Diplom, aber keinen Händedruck. Am Sonntag soll in Saudi-Arabien das Fahrverbot für Frauen fallen. Nun hat eine Autoversicherung in der Hauptstadt Riad erstmals 40 weibliche Gutachter ausgebildet. Sie sollen sich Unfällen widmen, die von Frauen verursacht werden. Wir sind begeistert, die Autounfälle von Frauen zu inspizieren, auf die Straße zu gehen und Unfälle zu bearbeiten und dazu beizutragen, saudi-arabischen Frauen zu helfen. Der mächtige Kronprinz Mohammed bin Salman will mit der Fahrerlaubnis für Frauen Saudi-Arabien liberalisieren und modernisieren. Das Fahrverbot stieß weltweit seit langem auf Kritik und Unverständnis. Noch Mitte Mai sorgten Festnahmen von Frauenaktivisten für Aufsehen.